I love that boat. Okay, er hat das Boot also geliebt. Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Mein Name ist Sirius und es ist der nächste Part von GTA 5. Ich habe beim letzten Mal einfach die Konsole ausgemacht und jetzt hat er mich an diese Stelle wieder hineingeworfen. Das sieht ja irgendwie eigentlich ganz cool hier aus, oder? Amanda, Michael, du hast diesen Platz gekauft und benutzt ihn nie. Ich habe Schlägerhaltung und was soll das? Ja, wollen wir zu Amanda oder was? Eine Runde Tennis spielen gehen, meine Freunde. Ein bisschen Unsinn machen in GTA. Das ist ja so ein bisschen das, was ich jetzt bei euren Kommentaren gelesen habe, so von wegen, ey, lauf mal einfach ein bisschen frei rum durch die Welt und was ist da los und so. Und ich hätte ehrlich gesagt Angst, dass jetzt hier so ein Haifisch rauskommt und mich sofort frisst. Scheint aber nicht der Fall zu sein. Das Hafenbecken, meine Freunde, ist auf jeden Fall schon mal safe. Guck mal, ich tropfe sogar wirklich ein bisschen Wasser ab. Und der schüttelt sich. Boah, wenn ich dran denke, dass hier der Hai rausgesprungen kommt, ich hau hier mal lieber ab. Das ist ja fies. So, was machen wir jetzt heute in der heutigen Folge? Ich habe ja in Folge 3, glaube ich, falls ihr die schon gesehen haben solltet, da habe ich ja so einen ganz kurzen Zusammenschnitt am Anfang gemacht, wie ich eigentlich beim Friseur war, einen Drink getrunken habe und ganz kurz den Strip, nee, das habe ich nicht. Und ja, vielleicht sollten wir mal ein bisschen Unsinn nebenbei machen. Guck mal, da oben ist der Zeppelin. Oder wir versteifen uns komplett auf die Story, da bin ich mir irgendwie nicht so sicher. Generell könnten wir natürlich hier eine neue Frisur mal uns verschaffen. Was ist das? Die Autowaschanlage. Hier ist eine Nebenaufgabe. Was sind die Nebenaufgaben hierbei? Oder sollen wir nach Hause? Nach Hause ist mega. Wo ist meine Karre? Habe ich kein Auto oder was? Oder muss ich hier zum Tennis... Kann man eigentlich zoomen? Ah ja, hier kann man zoomen. Muss ich hier hin? Muss ich einmal außen rum? Ja, aber das ist der Weg mit dem Auto, oder? Wie ist der Weg zu Fuß? Na, vermutlich geht's so. Ich gehe mal hier so ganz relaxed her. Generell muss man ja wirklich unheimlich weite Wege fortlegen, wollte ich gerade sagen. Da fehlt so ein bisschen so das Schnellreisemenü. Kann das sein? Also wenn ich mich jetzt an Skyrim zurückerinnere, damals, als ich noch der beste Skyrim-Spieler der Welt war, lange, lange ist es her, da konnte man einfach, wenn man einen Ort besucht hat, die Karte anklicken und sich dahin beamen lassen. Geht das bei GTA 5 auch? Dann danke ich schon mal den Leuten, die mir erklärt haben, wie ich hupe. Das weiß ich jetzt. Ich habe nur gerade kein Auto, um zu hupen. Hey, Baby. hat mich vollkommen ignoriert. So, und so, was muss ich jetzt hier machen? Muss ich in die Parkgarage oder was? Und dann hat irgendjemand auch mal geschrieben, so, ich wäre der Einzige, der sich noch... So, hier komme ich nicht rein. Na toll, muss ich jetzt echt so ganz außen rum oder was? Oder wo muss ich hin? Das sieht mir aus wie eine Zootüre. Das hätte jetzt auch mal so ein Parkhaustür sein können. Und dann hat noch jemand geschrieben, dass ich vermutlich der Einzige wäre, der sich noch in GTA 5 reindenken muss. Und dann muss ich sagen, ja, meine Freunde, denn das letzte GTA, wie lange ist das her? 4 Jahre? Ich finde, das ist irgendwie eine halbe Ewigkeit her. Oder muss ich oben aufs Dach? Vermutlich muss ich aufs Dach, ne? Ich finde, das ist eine halbe Ewigkeit her. Und auch damals habe ich das nur kurz gespielt, weil Niko Bellic mir irgendwie nicht so sonderlich sympathisch war, muss ich jetzt gestehen. Na, also das war irgendwie nicht so richtig mein Spiel. Kann man eigentlich eine Zeitung kaufen? Ich pöbel hier mal die Leute an, oder was? So, und deshalb, und die Zeiten davor, was ihr so alle gespielt habt, da war ich im GTA Real Life gefangen. Ja, das bedeutet, während ihr virtuell gespielt habt, in einem Stripclub zu sein, war ich in einem Stripclub. Und das war, glaube ich, sogar besser als, naja, keine weiteren Details dazu. So, hier ist der Tennisplatz. Aber hier ist gar keiner. Drücke, um Tennis zu spielen. Mache ich. Okay, das macht mich mit dem Spiel vertraut. Gehen wir kurz darauf ein, wie du mit dem Schläger umgehst. Benutze L, um zu zielen, drücke A, um Grundschlag einzusetzen und drücke E, Y, um einen Lob zu setzen. Okay. Oh, ich habe mich jetzt warm gemacht. Drücke B, um den Ball durch einen Vorwärtsstrahl schneller fliegen zu lassen. Oh Mensch, das ist ja... B, A, Y. Jetzt sind schon 3 Tasten. Und X, Rückwärtsstrahl langsamer fliegen zu lassen. Ja, ist klar. Sonst noch ein paar Tasten.
So, können wir jetzt hier mal spielen oder was? Los geht's. Ja, ja, hier. Nee, easy für mich. Easy. So. Alright. Okay, wie mache ich einen Aufschlag? So. Oh, starker Aufschlag. Aber im Feld. Ich hab ihn. Ich hab ihn wieder. Pass auf, jetzt schlage ich einen Lob oder so. Was weiß ich. Und jetzt nochmal einen Flop. Und einen Topstar schlage ich jetzt. Ich gehe bis ans Netz. Oh, den habe ich. Oh, den habe ich verpasst. Punkt verloren. Ja, reiß ruhig die Arme hoch, du Luder. Deinem kurzen Tennisröckchen. Pow. So, ich schlag jetzt mal nur. Rückhand. Rückhand, schon wieder. Nur A drücken ist irgendwie uninteressant, oder? Leicht ist doch irgendwie nicht die Herausforderung des Tages. Wir können hier stehen bleiben. Achtung, jetzt mal. Pow. Oh, hab ich noch! Oh, entgegen dem Lauf gespielt. Toll, ich verliere das Tennismatch auf leicht. Gegen ein Mädchen. Ist ja auch peinlich, oder? Wie viele Punkte? Das muss aber jetzt auch gleich mal reichen. Pow! Wow! Ja, der war hammerhart geschlagen. Das sind so Dinge, man kann hier eine Stunde lang Tennis spielen, ohne dass es irgendwie einen Sinn macht. Ich breche das mal ab. So, wie kann man das abbrechen? Ich will jetzt hier abbrechen. Ah, da, beenden. Ja, ich will Tennis beenden, das interessiert ja keine Sau. Aber die war wirklich gut, also das muss ich ja mal sagen. Der Hammer ist ja, was man alles so machen kann. Aber wir finden bestimmt noch bessere Sportarten. Soll ich das jetzt hier speichern oder was? Ja, mir doch scheißegal. Ja, ja, bla bla. Was? Auf dem Speicherplatz für das automatische Spielstand eine Komplikation, 4,7% gespeichert. Blablabla. Ja, macht doch, mir doch scheißegal. Erstmal ein bisschen was saufen, während sie sich dehnt. Ich dehne ihr auch den Hintern und dann, Wasser. So, ich bin wieder weg. Ich habe genug Tennis gespielt für heute. Jetzt rufe ich mal ein Taxi und dann gehe ich mal nach Hause, oder? Oder sollen wir zur Nebenmission? Wir können auch zur Nebenmission. Wieso habe ich hier kein fucking Taxi oder was? Selber, hey. Oh, ist rot. Jetzt. Mann, hier stehen aber ein paar dicke Karren rum, oder? Ich hab so die ganze Zeit hier so Bock, so rumzulaufen. Und nur so zu gucken. Oder einen so vom Motorrad zu schubsen. Aber ich bin nämlich noch korrekt. Da haben mir auch Leute gesagt, ey, niemand hält an bei Rot. Und das fand ich halt so lustig. Das hat mir schon jemand gesagt, als ich mal irgendwie neulich am PC was davon gespielt habe. Da einen dieser Add-ons habe ich mal für einen Part reingetan. Und da habe ich bei Rot gehalten und dann hat irgendjemand geschrieben, niemand hält bei Rot. Und das fand ich irgendwie dementsprechend witzig, dass ich seitdem irgendwie immer bei Rot gehalten habe. Uah, sollen wir einen verprügeln? Ach komm her, gib mir die Karre. Ja, okay. Achso, der hat jetzt nicht mehr die Spezialfunktion mit dem, was hat denn der für eine Spezialfunktion überhaupt? Wisst ihr das? So, ich wollte mal zur Nebenmission fahren, hier mit dem Y. Oder ein bisschen durch die Gegend cruisen, was meint ihr? Ah, da passen wir durch hier. Läuft, läuft, kein Unfall gebaut. Ja, da der rote Punkt ist, ist auch so eine Mini-Nebenmission, da kann man irgendwelchen Leuten helfen, aber... Hä, wo ist denn jetzt das Fragezeichen hin? Ach, da vorne. Ich weiß, man kann es auf der Karte markieren, das weiß ich doch. Ach, guck mal hier. Das ist ja geil. Wenn ich stehen bleibe, setze ich mir einen Helm auf. Uah. Na, der war aber jetzt gerade auch dringend notwendig, oder? So. Wo ist jetzt hier unsere Nebenmission? Ah, ne, Moment. Karte. Dann markieren, oder? Karte, so. Zoomen. Fremde und Freaks. Okay, ich markiere jetzt mal Fremde und Freaks.
Jetzt nimm doch mal den scheiß Helm ab, Alter. Excuse me, sir. Can I talk to you for a second? The fuck are you talking about? I am talking about a hotline straight to heaven that this state makes illegal. Yeah, this is what I'm talking about. I don't give a fuck about reefer. No, they rigged the vote. I saw the ballots. It's a lie. It's democracy at work, amigo. Democracy can suck my fatty. Democracy only works when it lets intelligent people do what they want. This is tyranny by morons. Oh, das ist ein gutes Büro, was der Typ hier hat, oder? Um Gras zu legalisieren. A little place called reality. You want a drag? Nah, I'm not a drug guy. This isn't bushweed. This is mana. And I grow it myself. No paranoia, no weirdness. Wir sehen nicht abgeneigt aus, sehe ich gerade, oder? Nirvana. Fuck, give me that. Yeah, here, you hardly feel it. Yeah, I smoke all day. Legalized dope. The weed. Pure, mellow high. But I do get concerned about the monsters. Yeah. I mean, I'm sure they're nothing serious, but I'll never let them get too near. Oh, fuck! Ach du Scheiße. Erledigen Sie die Aliens! Alien! Ey, ich hab's doch gesagt, meine Freunde. Alien-Alarm überall im ganzen Spiel. Das sind die Aliens vom Anfang von dem Filmstudio, oder? Ich muss ziemlich drauf sein. Es fehlt nur so ein bisschen Musik. Komm her, du. Oh, Gedankenkraft! Shit! I gotta shake these fools! The fuck did that bastard give me? Nach da oben. Uah, Alien! Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ist das bescheuert? Schnell schütteln, schütteln, schütteln. Oder soll ich mich fangen lassen von den Aliens? Was meint ihr? Boah, da oben ist direkt einer drauf. Uah, runtergeballert. Scheiße, die Aliens wollen mich. Die Aliens wollen mich. Gehen ziemlich schnell drauf. Sind ziemliche Loser-Aliens, merke ich gerade. Oh nee, jetzt hat mich einer. Aliens, Aliens, Aliens. Wie lange geht das? It's like acid. The fear got me good this time. Where are you fuckers coming from? Motherfuckers. Mann, das reicht aber mal hier mit der Drogen zwischen Zähne. Are we finished yet? Any more of you freaks out there? Oh. Oh. Ich glaube, wir haben's. And after that, you see, man. The liquor companies push for continued prohibition, which is complete insanity. I take it I can count on your support. The fuck just happened? What are you talking about? We discussed globalization, the state. Stay the fuck away from me. What? But it's a good cause. Oh Gott,
das war ja... Bestanden habe ich immerhin. Unversehrt, Killkette, abgeschlossen auf Silber. Ja, es war nicht dolle, aber es war irgendwie, ich wusste auch nicht. Ab einem gewissen Zeitpunkt konnte ich damit auch nichts mehr anfangen, muss ich gestehen. So, boah, ist mir, ich glaube, mir schlecht. Ich glaube, ich bin nicht gut drauf. So, jetzt müssen wir erstmal nach Hause kommen, auf jeden Fall. Würde ich sagen, mal nach Hause und ein bisschen Story verfolgen, oder? So was ist hier los mitten in der Nacht? Ich muss ins Bett, ich muss so dermaßen ins Bett, das glaubt ihr nicht, ja. So, schnappen wir uns um eine Karre, oder was? Oder rufen wir uns ein Taxi? Wie ruft man sich ein Taxi? Gar nicht. Kein Taxi in Sicht. So, mal gucken. Was haben wir denn so in der Nähe hier, meine Freunde? Wir haben ein Kino. Man kann ja auch ins Kino gehen, aber das ist, glaube ich, jetzt nicht so interessant, oder? Waffenshop, hier ist noch eine komische Nebenmission und so. Und, ja, ich würde sagen, wir gucken mal an, wie wir so wohnen, oder? In den Rockford Hills. Interessanter Ort, Wegpunkt. Ja, okay. Jetzt brauche ich nur noch eine Karre. Ich hau immer, wenn ich laufen will. So, steht nicht irgendwo. Was würde denn mal gut zu uns passen? Ey, du da. Kann ich mal hier, wäre das okay? Get the fuck out of here! Oh Lord. Woo! Was mich wundert, dass man nicht direkt irgendwie so 5 Minuten später von so einer Fahndung so ausgeschrieben wird oder irgendwie sowas. Na egal, wir haben ein Auto, alles ist gut. Oh, ich fahre noch nicht mal mehr irgendwo gegen richtig. Alles ist prima. Ihr müsst mir aber noch unbedingt reinschreiben, welche Spezialfähigkeit er hat. So, mal ein bisschen umgucken, wie es hier so ausschaut, oder? Wollen wir mal zum Strand fahren? Das wäre doch auch vielleicht ganz interessant, oder? Oh, wo muss ich hin? Hier irgendwo? Ja, hup durch, du Arschloch. Hier, mir ganz egal. Ich nehme mir die Abkürzung. Wow. Ey, mein Weg hier. Bin der reicheste Sack in der Stadt, glaube ich. Ich wollte auch immer mal so anhalten, mal gucken, in welche Gebäude kann man reingehen? Kann man zum Beispiel in eine Kirche gehen oder was? Oder kann man in die ganzen Läden gehen, wenn tagsüber das ganze Ding offen ist hier? So, so. Ey, du Penner! Ey! Hier! Guck mal, ich kann hupen! Yeah. Hup, hup. Mann, ich hab's echt drauf. Jetzt endlich GTA 5 Gameplay mit Sirius inklusive Hupen. Mich mal ein bisschen bei Nachbarn beliebt machen hier. So, ich lass die Karre mal lieber hier stehen. Hinterher finden die Bullen die bei mir zu Hause. So, die kann hier meinem blöden Arschloch-Nachbarn gehören, der hier wohnt. In dem Pennerhaus da. So, ich hab noch ein bisschen gejoggt. So, da war gerade so ein Sales-Schild für das Haus. Können wir das kaufen oder was? Könnten auch meine Kumpels dahinter wohnen. Fahr, du versoffene Alte. Weiß ich nicht was. So. Home sweet home. Hier bin ich schon mal eingebrochen, wie ihr euch sicherlich erinnern könnt. Aber diesmal geht's einfach so. Tor auf und dann rein und dann gucken wir mal. Das ist Michaels Unterschlupf. Oder soll ich sagen Michaels? Das ist Michaels Unterschlupf. Hier kannst du Fahrzeuge speichern, indem du sie in der Garage parkst. Schlaf im Bett, um deinen Spielstand zu speichern. Und was kommt noch? Und zieh dich um im Schlafzimmer oder irgendwie sowas. Ja, guck mal, was habe ich denn für eine Karre? Ein Volvo-Kombi sehe ich gerade. Ah, nee. Was soll das sein? Mann, ich kenne diese ganzen komischen amerikanischen Lutschen nicht. Ist das eine amerikanische Lutsche? Ah ja, so eine amerikanische Audi-Lutsche sehe ich gerade. Habe ich nicht sofort erkannt, liebe Spiele-Designer. So, hier soll ich hin. Vater und Sohn heißt die Folge. Ach, das wird bestimmt sweet. Oh, es wird ein Tag. You're such a fucking dictator! Why the fuck not? He is not staying the night. He's a bomb! I don't even know why you are with me. War das meine Tochter oder was? Nicht schlecht.
Ah, wie schön hier. Das hält man, glaube ich, nur aus mit Whisky ab 11. Oh nein, jetzt kann doch nicht sein, dass ihr schon wieder Phil Collins hört, meine Freunde. Und ich habe schon mal was dazu gesagt. Diese fucking Musik in GTA 5 führt einfach dazu, dass wirklich und ohne Scheiß die Gameplays gesperrt werden. Wie kann das sein? Jetzt geh weg hier mit der scheiß Musik. Ich will die nicht hören. Das muss ich nachher wieder total... Ah, ich drehe das einfach leise, wenn ich dran denke. Oder ich gehe nochmal kurz in die Einstellung. Aber eigentlich, Mann, ich habe das doch ausgedreht. Ey, diese Audio. Hier, weg mit der... Ausgabe. Kopfhörer. Radiosender gar keinen. Hier, aus. Rebel Radio würde ich vermutlich hören. Ja, fuck, ey. Und wieso höre ich hier immer noch die Phil Collins-Scheiße? Oh ja, weiter geht's. So, ich relaxe. Ich schaue mir den Sonnenuntergang an. Und wer ist er? War mein Kumpel. What do you want? Man, I'll come by for that drink you offered, that's all. I wasn't really serious about that. What? You're here, whatever. Sit. You're not gonna rob me again. Man, I never robbed you. I was just... Ich hätte mich fast nicht erkannt mit Kappe auf. You call it whatever you want to call it. I really don't care. What can I do for you? Shit, I just came by to see if there's something I can help you with. I see you doing well for yourself. Look, I'm retired. Ain't you a bit young for the pipe, slippers, and staring at a fucking sunset? You know, I've been in this game for a lot of years, and I got out alive. That makes me the right age. You look like a good kid. But if you want my advice, give the shit up. You work hard, screw over everybody that you love. Hurt, rob, kill indiscriminately. And maybe, just maybe, if you're lucky, you become a three-bit gangster. It's bullshit. Go to college. Then you can rip people off and get paid for it. It's called capitalism. Hmm. So what I saw the other day was like when a corpse briefly reanimates itself and terrorizes everyone, right? What you saw the other day was a guy dealing with pests. I guess I never saw myself as just a fucking pest. Well, and today's lesson's all about humility. Tomorrow we'll try a training montage. A training what? Nothing. I was just lost in an 80s movie fantasy. Yeah, I can see you spend a lot of time there. Yeah, as much as I can. So that's why you're here in Vinewood then, right? Maybe I'm here because I'm just an idiot who thinks that imported palm trees are a good substitute for not really knowing what the fuck you're doing on this earth. Jesus, man. You a good time, you know that. I tell you what. Least thing I can do is buy you that beer. There's a little bar I like. It's not too far from here. Let's go. Alright, man. I'm following you. Das hört sich doch erstmal ganz gut an, oder? Let's take Amanda's car. Ja, nehmen wir mal Amanda's car. Oh man, Jimmy ruft uns an. Wer ist Jimmy? Hey, Jim. I'm going for a drink. Dad? Shit! I mean, our boat going down the Western Highway. It's been stolen. What? The yacht's been stolen? I was trying to sell it. I know you didn't want it sold, but I need money. And they don't want to buy it. They just want to take it. I'm hiding in the head. You're insane. All right, I'm coming. For my boat. All righty then. Change of plans. My darling boy is in trouble. I do what I can to help with that, man. Okay, warum nehmen wir die rote Schwuchtelkarre hier? So, steig ein, Bruder. Und los geht's, meine Freunde.